Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich freue mich, dass wir auch in dieser Woche eine Debatte über die Zukunft unseres Landes führen, über unsere Kinder. Kinder brauchen Verlässlichkeit und Zuwendung in der Familie und in ihrem Umfeld. Sie haben keinen Einfluss darauf, ob sie in einem sozialen Brennpunktviertel zur Welt kommen oder bei wohlhabenden Eltern aufwachsen. Leider ist unbestritten, dass es auch in unserem Land Kinder gibt, die von Armut betroffen sind. Kinder aus armen Familien haben oftmals keine echten Chancen auf gleichberechtigte Teilhabe. Im Unterschied zu Erwachsenen haben sie zudem kaum Möglichkeiten, ihre Lage selbst zu verbessern bzw. Einfluss auf ihre Lage zu nehmen. Frühe Armut prägt die Betroffenen von klein auf und bleibt oft ein Leben lang bestehen. Es gibt sogar sogenannte vererbte Armut. Arme Kinder wachsen sozial isolierter auf, haben häufiger gesundheitliche Beschwerden und häufiger Probleme auf ihrem Bildungsweg als Gleichaltrige ohne finanzielle Sorgen. Und obwohl Deutschland zu einem der reichsten Länder der Erde zählt, hat sich die Armutsrisikoquote hierzulande erhöht. Zwar von 12,12 bis 14% auf 16%. Muss man aber dazu wissen, die Armutsrisikoquote heißt 60% des Medianeinkommens. Wenn das Medianeinkommen durch Lohnsteigerung natürlich wächst, ist natürlich, bist du auch trotzdem mit höherem Einkommen trotzdem immer noch eben von Armutrisiko bedroht. Muss man dazu, Herr Bergwald, muss man dazu, stellen Sie eine Frage, dann habe ich mehr Zeit. Laut den Zahlen des 5. Armuts- und Reichtumsberichts sind alleinerziehende Mütter und Väter nach wie vor besonders von Armut betroffen. Und unter ihnen vor allem diejenigen ohne berufliche Qualifizierung. Zwar ist der Anteil der Personen, die von erheblichen materiellen Einbußen betroffen sind, zwischen 2015, Herr Bergwald, müssen Sie zuhören, zwischen 2013 und 2015 von 5,4 auf 4,4% zurückgegangen. Dennoch sind Armut und soziale Ausgrenzung gerade von Kindern und Jugendlichen aus unserer Sicht mit einer Politik aus christlichem Verständnis nur schwer vereinbar. Daher wollen wir allen Kindern und Jugendlichen faire Startchancen und optimale Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Das geht zum einen über eine Beschäftigungsmöglichkeit der Eltern, wo sie eben vernünftig verdienen, und darüber hinaus natürlich auch über Hilfen selbst für die Kinder und für die Familien. Die Familien in unserem Land werden mit unzähligen familienpolitischen Leistungen unterstützt, die Eltern ein solides Auskommen sichern und Kinderarmut bekämpfen sollen. Beispielsweise durch das Kindergeld, durch den Kinderfreibetrag, den Ausbildungsfreibetrag, den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, welche die Steuerlast senken können. Alleinerziehende und ihre Kinder sollen darüber hinaus durch die Ausweitung des Unterhaltsvorschusses besser unterstützt werden. Dieses Gesetz, was wir gestern Vormittag in der Verfassungsreform auf den Weg gebracht haben. Künftig soll der Unterhaltsvorschuss bis zum 18. Lebensjahr gezahlt werden. Die maximale Bezugsdauer von 72 Monaten wird ab nächsten Monat entfallen. Der Kinderzuschlag unterstützt Eltern im Niedrigeinkommensbereich, die im ergänzenden ALG-II-Bezug überdurchschnittlich oft vertreten sind. Er wurde bereits im letzten Jahr um 20 Euro erhöht, liegt seit dem 1. Januar 2017 bei maximal 170 Euro. Auch Kinderbetreuungskosten wirken sich steuermindernd aus. Doch nicht allein die materielle Absicherung, auch das Lebensumfeld und die Bildungsmöglichkeiten sind entscheidende Parameter für die Entwicklung von Kindern. Der Zugang zu Bildung und Ausbildung sowie die soziale und kulturelle Teilhabe spielen bei der Bekämpfung von Kinderarmut eine besondere Rolle. Je höher der Bildungsgrad, desto mehr sind die Menschen in der Lage, für sich und ihre Familien selbst zu sorgen und Armut durch Erwerbstätigkeit zu durchbrechen. Beschäftigung und mehr Bildung sind die Schlüssel zur Armutsvermeidung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das wichtigste Mittel gegen Kinderarmut ist daher nach wie vor, die Eltern in Arbeit zu bringen. Herr Bergwald, ich hatte zu Beginn bereits darauf hingewiesen. Mit ordentlichem Lohn. Habe ich auch dazu gesagt, Frau Zimmermann, danke, dass Sie mir so genau zuhören. Sie brauchen Anreize zur Aufnahme von Arbeit, die entsprechende Infrastruktur und mehr Chancen auf den Arbeitsmarkt. Auch dank meiner langjährigen Tätigkeit im Ausschuss Arbeit und Soziales weiß ich, dass wir diesbezüglich schon weitreichende Schritte unternommen und gute Erfolge vorzuweisen haben. Mein geschätzter Kollege Professor Dr. Matthias Zimmer wird dies selbst als Redner nach mir noch ausführlicher darlegen. Zu einer guten Arbeits- und Beschäftigungspolitik gehört zwingend die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eltern können nur dann beruhigt zur Arbeit gehen, wenn sie die Kinder in guten Händen wissen. Auch da haben wir beispielsweise vor 3 Wochen erst mit 100.000 neuen Kita-Plätzen mit 1,2 Milliarden Investitionen eben mit den Kommunen, mit den Ländern gemeinsam richtungsweisende Weichenstellungen vorgenommen. Ich bedanke mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen unseres Koalitionspartners, dass wir da wieder eben hier an der Spitze der Bewegung waren und natürlich auch den Familien da wieder ein weiteres Hilfspaket zur Verfügung stellen konnten.
Dem aktuellen Fortschrittsindex des Bundesfamilienministeriums zufolge ist die Arbeitswelt in Deutschland in den vergangenen Jahren insgesamt familienfreundlicher geworden. Zu den Fortschritten gehört neben der Zunahme familienfreundlicher Maßnahmen in den Unternehmen, wie zum Beispiel die Arbeitszeitverkürzung und Arbeitszeitflexibilisierung, auch ein Anstieg der Betreuungsquoten bei den unter dreijährigen Kindern. Der Kita-Ausbau trägt entscheidend zu einer neuen Qualität bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. Ja, es ist richtig, wie wir mit dem Kita-Ausbau begonnen haben, hat man von 32% ausgegangen, 35%, 38%. Mittlerweile sind wir bei einer Nachfragequote von 42%. Hier schafft das Angebot natürlich auch wieder Nachfrage. Und wir werden auch eben auch in den nächsten Jahren aufpassen müssen, dass wir da eben immer mit rechtzeitig dabei sind, dass wir den Familien ausreichend Kita-Plätze anbieten können. Mit dem Gesetz zum weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung wurde das Investitionsprogramm Kita-Betreuungsfinanzierung 2017-2020 auf den Weg gebracht. Ich hatte bereits darauf hingewiesen, 1,2 Milliarden Euro, die wir da eben schon hier vor 3 Wochen auf den Weg gebracht haben. Wir sind hier dabei, den Familien die Möglichkeit zu geben, entsprechend hier aus eigener Kraft Kita, Familie und Beruf zusammenzubringen. Wir haben Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben mittlerweile die besten Beschäftigungszahlen seit 26 Jahren. Weniger als 2,5 Millionen Arbeitslose, Frau Zimmermann, da müssen Sie durchschnaufen, das verstehe ich. Frau Präsidentin, muss jetzt mal einen Zettel drauflegen, Sie blinken schon. Wir haben weniger als halb so viele Arbeitslose wie zu der Zeit, als ich in den Deutschen Bundestag einziehen durfte, 2005. Ich glaube, so viel hat die Große Koalition, so viel hat diese Regierung, die unionsgeführte Regierung, die letzten Jahre nicht falsch gemacht. Bitte Sie uns weiter, gern kritisch, aber auf dem Weg zu begleiten. Reden Sie Deutschland nicht schlechter, als es ist. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall auch an den kommenden Pfingstfeiertagen den Heiligen Geist, dass Sie bessere Anträge schreiben können, Frau Zimmermann. Dankeschön. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn das Wort.